Benjamin Britten griff zur vielleicht populärsten Komödie und komponierte eine Zauberoper mit Feen und Elfen. A Midsummer Night's Dream nach William Shakespeare. Das zentrale Thema ist, glaube ich, der Traum an sich, wie es schon der Titel verrät. Es ist eigentlich über das Stück nie ganz klar, wer gerade träumt, ob überhaupt geträumt wird, ob wir uns gerade konfrontiert sind mit Sehnsüchten im Traum oder Albträumen, Dinge, die uns erschrecken oder die uns verführen, ganz oft gepaart mit einer erotischen Komponente, und so ist der Traum wirklich Programm. Die Liebenden, die Handwerker und die Elfen. Für jede Gruppe gibt es eine andere musikalische Textur. Ich glaube, die wahnsinnig verschiedene Farben, das Britten irgendwie schafft, die verschiedenen Welten von Shakespeare, den Wald, den Feenwelt, den Oberon-Welt, den Liebhaben, die Theseus, Hippolyte. Man hat so viele Chancen, verschiedene musikalische Farben zu schaffen, und er macht das so unheimlich schön, also zauberhaft, wie er fließt in den verschiedenen Welten hinein. Es ist wahnsinnig prachtvoll. Für einige war es nicht die erste Zusammenarbeit mit Regisseur Immo Karaman. Immo und auch sein Partner Fabian, die haben einfach einen wahnsinnig guten Blick für die Bühne, ein unglaublich gutes Gespür für ausdrucksstarke Bilder, die die Geschichte so intensiv auch wiedergeben. Für Laura Tatulescu ist es das zweite Engagement am Stadttheater Klagenfurt. Der Arbeit mit Alexander Sodi ist traumhaft. Und diese Kombination jetzt mit Alexander und Immo, es ist perfekt, wirklich perfekt. Helena ist eine sehr starke Frau. Sie ist mit Dimitrios verlobt und natürlich auch total verliebt in ihn. Und obwohl er am Anfang auch mit ihr verliebt war, später wird er mit Hermia verliebt. Trotzdem bleibt sie ihm treu bis zum Ende. Mit den Schauspielern stehen auch die jungen Choristen der Singschule Carinthia auf der Bühne. Wir sind die Elfen, wir sind sozusagen das Gefolge von der Titania. Und vier von uns sind eben die Solo-Elfen, da bin ich dabei, ich bin Cobweb. Und da gibt es noch Peace Blossom und Mustard Seed und ja, also das sind vier. Und ja, es macht einfach total viel Spaß. Die Oper von Benjamin Britten im Midsummer Night's Dream nach William Shakespeare ist bis zum 27. November im Stadttheater Klagenfurt zu sehen.